Hallo zu einem neuen Video. Zur Mathematik macht Freude, Freunde, Arbeitsblatt, bestimmtes Integral. Du kannst dieses auf der Webseite downloaden und ich bitte dich, dass du es während des Videos griffbereit hältst. Im letzten Video hast du kennengelernt, was Untersummen sind und was Obersummen sind. Und dass wir mit Hilfe von diesen annähernd die Fläche unter einem Funktionsgraphen berechnen können. Am Ende von diesem Video wirst du dann wissen, was passiert, wenn wir den Grenzwert von Untersummen und Obersummen bilden. Auch in diesem Video interessieren wir uns für die Fläche A, die unter dem Funktionsgraphen liegt. Also interessieren wir uns für den Bereich, der von der x-Achse, dem Funktionsgraphen, im Intervall von 0 bis 6 liegt. Und im letzten Video und vorletzten Video haben wir damals das Intervall 0 bis 6 in entweder n ist gleich 3 oder n ist gleich 6 Teile geteilt und so annähernd die Fläche berechnet. Jetzt zerlegen wir das Intervall in n gleich breite Teile und bilden wieder die dazugehörige Untersumme un und die dazugehörige Obersumme on. Wenn man die Zerlegung des Intervalls immer mehr verfeinert, also immer mehr Teilintervalle n bildet und die Anzahl an Teilintervallen gegen unendlich geht, dann beschreibt die Untersumme un oder die Obersumme on, die man daraus bildet, dann die Fläche A unter dem Funktionsgraphen. Man kann auch noch sagen, wenn f von x größer gleich 0 ist, eine stetige Funktion ist, dann gilt A, also die Fläche A, ist gleich der Limes. Der Limes ist der Grenzwert von n gegen unendlich un, ist das gleiche wie der Limes, also der Grenzwert n gegen unendlich un.